Hallo meine Lieben, Melissa hier und zwar mit dem ersten Swap-Päckchen, was angekommen ist. Und zwar von der lieben Manuela, nee Michaela, Entschuldigung. Michaela hat mir noch ein paar Kleinigkeiten dazu gepackt, da gehen wir aber nachher drauf ein. Ich bin schon ganz arg gespannt, was wir alles von ihr bekommen. Dazu gepackt natürlich noch Porto, weil ich ja gesagt habe, mit dem Porto, da muss man halt schauen, entweder vorfrankiert Umschlag zurück oder halt 4 Euro für das Päckchen, weil ich will es auf jeden Fall als Päckchen schicken, damit alles sicher und ordentlich bei jedem ankommt und nichts kaputt geht. So, in der Gruppe waren Susanne Förster und die Bastelstube 03 und ich. Und natürlich können wir dann mein Päckchen direkt auspacken. Ich habe es eben schon mal in der Hand, aber dann hat mein Hund ganz doll angefangen zu bellen und dann wollte ich das Video nochmal von vorne drehen, damit wir auch ja alles schön hören und sehen und ja, nichts verloren geht. So, das sind denn mal, so, das ist der Umschlag, beziehungsweise der kleine Loaded Bag. Voraussetzung war ja, man sollte machen einen 3x5 Inch großen Loaded Bag mit einer Tasche vorne dran. Zwei Tags sollten dabei sein, zwei Embellishments, ein Paper Wand und Washi Samples. So, jetzt gucken wir einfach mal, was sie uns denn Schönes geschickt hat. Also allererstes sehe ich jetzt erstmal hier so ein paar kleine Tütchen mit Goodies, die sie auf jeden Fall für uns gepackt hat. Das finde ich super schön. Und dann hat sie hier ihre zwei Embellishments. Einmal hier Love You Tanz und Glücklich. Und die hat sie selber gestempelt, würde ich sagen. Und dann aus Kreise ausgestanzt und da drauf gemacht. Die sind super süß. Die kann man auf jeden Fall bei irgendwelchen Valentinstagsprojekten oder sonstigen Projekten ganz, ganz doll verwenden. Dann haben wir hier noch ein bisschen Bling. Und dann sind hier noch, ach wie süß, ist hier noch ein kleiner weiterer Tag drin. Den finde ich hier richtig süß. Love hat sie da ausgestempelt und ein bisschen gelayert. Dann haben wir hier noch ein paar Herzsticker. Die kann man auch immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und dann haben wir hier noch ein Paperclip. Und das hier ist ja mal eine süße Sache. Auch einen kleinen selbstgemachten Clip. Und jetzt würde ich gerne wissen, ob das hier selbstgemacht ist. Dass du jeden Tag mit einem Lächeln beginnen kannst. Das ist ja super süß. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennt. Kann auch nicht mehr so besonders weit reinzoomen. Sehr schön. Und dann haben wir, dann drehen wir das Ganze mal um. Dann hat sie hier noch ein paar Goodies dran geklammert. Und da haben wir so ein paar Die-Cut-Pieces von, die Collection kenne ich, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt. Und dann hier noch so ein bisschen Wellenpapier, das man dann in den eigenen Projekten noch verwenden kann. Dann, ach Gott, das ist ja cool, limitierte Auflage, 3 von 3. Du musst mir unbedingt sagen, wo du das Teil hierher hast. Also das ist mal ein geiler Stempel. Und hier hat sie dann noch geschrieben, viel Spaß mit den Sachen und danke fürs Swappen. Besuch mich gerne auf Instagram p.lillifee1904. Also solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen, solltet ihr ihr noch nicht folgen. Ich persönlich folge ihr auch und sie postet auch regelmäßig schöne Fotos. Dann haben wir hier den Paper Wand. Der ist ja auch cool geworden. Sehr schön, sehr, sehr schön. Und dann haben wir hier noch in der oberen Pocket unser Washi-Sample und Tags. Und da sind aber noch ein paar Sachen drin. Wir gucken uns jetzt erstmal die Washi-Samples an. Das ist sehr schön, davon habe ich noch keine. Es freut mich immer, wenn ich Washi-Samples kriege, die ich noch nicht habe in meiner eigenen Collection. Und dann haben wir hier die zwei selbstgemachten Tags. Die sind auch super süß. May all your dreams come true. Dann kann man auf der Rückseite schön journalen. Und hier hat sie auch wieder was ausgestampft und auskoloriert. Das finde ich ja ganz toll. Ich beneide ja immer Menschen, die irgendwie das mit dem Kolorieren so machen. Ich habe zwar auch ein paar Sachen zum Kolorieren, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ist es noch nicht so in meine Routine übergegangen. Und dann sind da noch ein paar Sachen drin. Ich versuche die mal alle rauszukriegen. Uiuiui, jede Menge Zeug. Genau, das ist dann der leere Envelope, auch super süß gemacht. Toll, also es ist echt schön geworden. Und dann haben wir hier noch so ein paar Kleinigkeiten mit kleinen Googly Eyes. Hier auch nochmal ausgestanzte Kreise.
Die sind eigentlich ganz schön. Ich mag das auch immer irgendwie so für hinten dran mal noch zu was zu verzieren bei Bildern oder sowas. Oder kann man selber noch irgendwie ein paar Goodies draus machen oder sowas draufkleben noch und zack hat man schon wieder ein Embellishment. Ne? Also super schön geworden. Vielen lieben Dank, liebe Michaela. Ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich packe das jetzt mal alles mal nochmal so schnell hier rein und würde mit euch mal noch schnell dann die Kleinigkeiten gucken, die sie mir als Goodies noch zusätzlich geschickt hat. Ich schiebe das mal rüber. Haben wir das Paket von Gabi. Sehr schön verpackt, deswegen habe ich es jetzt einfach mal noch da drin gelassen. Ich schaue mal gerade eben schnell in die Karte rein. Okay, das ist ein bisschen näher zum Lesen, deshalb packen wir das dann erstmal zur Seite und schauen uns dann mal ihre tolle Kreation hier an. Ui, das ist aber schön. So, jetzt muss ich mal schauen. Überall, uch, da klebt was an mir dran. Das ist eine kleine Feige, würde ich sagen. Da ist was abgefallen. Da weiß ich jetzt noch nicht so genau, wo das herkommt. Müssen wir mal schauen, ob ich es rausfinden kann. Auf jeden Fall sind das ihre super süßen kleinen Loaded Bags. Und ich würde jetzt einfach mal einen aufmachen, in der Hoffnung, dass ich ihn auch nochmal so super schön zusammengestellt bekomme. Muss mal schauen. So, oh, wie toll. So, also hier hat es auf jeden Fall schon mal eine kleine Tüte mit ganz, ganz vielen Goodies noch drin. Da sind so Sachen wie kleine Strasssteine, Münder, Küsschen, Bling. Dann hat sie hier oben einen kleinen selbstgemachten Pfeil und ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich kommt das Washi-Sample sogar schon von hier. Das wäre ja mal super. So, dann haben wir hier einmal die drei Washi-Samples, die gefordert waren. Ne? Auch hier gleiches Prinzip. Das ist doch mal sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, war Gabi eigentlich in meiner Gruppe? Gabi, ich schau mal eben schnell. Moment! Gabi, die Waffelstube 03, ja super, ist sogar in meiner Gruppe, dann kann ich auf jeden Fall beruhigt einen aufmachen. Dann haben wir hier einen Tag, oh, der ist ja aber auch sehr schön mit dem Wellenpapier und dann unten drunter nochmal Designpapier. Und das Lustige ist, das habe ich auf Pinterest gesehen und fand es ganz schön und sowas ähnliches hab ich auch gemacht. Dann haben wir hier, oh nein, guckt euch diesen Paper Wand an. Oh, ist der nicht traumhaft? Oh Gott, das ist ja so filigran, was du hier hinten dran angebracht hast. Der gefällt mir ultra. Oh, genau deshalb
finde ich diese Teile so super, super schön und will die einfach nur immer auf ein Regal stellen oder wie auch immer, dass ich mir das stundenlang anschauen kann. Dann haben wir hier noch einen Tag und da hat sie einen Shaker-Tag gemacht, My Love. Also hier sind dann, ui, und das kann man dann auch wieder auseinander drehen. Die sind ja echt cool geworden. Sehr schön, liebe Gabi. Aber wir wissen ja alle schon, dass du sehr, sehr talentiert bist, was das angeht. Und dann haben wir hier noch die zwei Imbellis, die man selber machen sollte. Und die sind auch mehr als schön geworden. Guckt euch das mal an. Einmal hier noch so ein Herzchen und da hat sie eine Schleife drauf gemacht, bisschen Bling, hier ist noch Tüll und dann hier so einen selbstgemachten kleinen Umschlag und die kann man dann auch in seinen eigenen Projekten verwenden. Genau, also da haben wir doch dann alles, was zu erfüllen war und vor allem diese Goodies, die finde ich ja natürlich auch noch super cool, die sie dazu gemacht hat und hier mit dem Pfeil, das finde ich ja genial, ist das nicht mal cool? Ein bisschen abgegangen, aber das kriege ich noch mal hin. Dann kann man das auch so an seine Projekte dran klippen. Und dann, wie gesagt, hier noch Bling und Strass und Co. Kann man natürlich immer gut gebrauchen. Und ich finde auch super schön, wie du das Ganze verpackt hast. Ist echt super toll geworden. Doch, doch, wirklich ganz klasse. Ich glaube, da werden deine Swap-Partner sich dann auch tierisch freuen. So, dann machen wir doch auch gleich weiter mit dem nächsten. So, dann geht es auch direkt weiter mit Schnullo bzw. Susanne. Und Susanne hat mir auch eine Kleinigkeit zukommen lassen. Susanne ist jetzt die erste aus der anderen Gruppe. Und da haben wir dann einmal einen super schönen Bleistift. Ui, der ist aber schön. Und fasst sich so gut an. Und dann hat sie mir auch einen Paper Wand gemacht. Vielen Dank. Auch absolut in meinen Farben. Und dann gibt's. Oh, wie süß, du bist wunderbar. Das ist natürlich mal noch ganz lieb von ihr. Und dann schauen wir doch mal. Hi, das ist ein Sticker, den will ich jetzt aber aufreißen. Und dann haben wir hier noch einmal eine Karte. Liebe Melissa, vielen Dank für deinen ersten Swap. Super organisiert. Es hat so viel Spaß gemacht und ich bin sehr gespannt auf die Werke der anderen. So, ja, genau. Oh, die Karte ist aber auch sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Also es macht mir ja genauso viel Spaß. Dann hat sie hier noch ein cooles Die-Cut oder einen coolen Die-Cut für mich. Und was haben wir denn hier noch so? Haben wir noch ein Duplo? Das weiß ich gar nicht, ob der Fuchs, der ist, glaube ich, hier abgegangen. Genau. Ich hatte mich nämlich eben schon gefragt. Und dann hat sie mir noch hier ein paar kleine Embellies und so geschickt. Und noch Washi-Sample. Und auch hier noch Washi-Sample. Ah, vielen lieben Dank. Susanne weiß, glaube ich, auch ganz gut, dass ich Washi-Sample liebe. So, und dann würde ich mich jetzt an eins dran trauen. In der Hoffnung, dass ich es auch wieder so super schön verpackt kriege. Also bitte nicht sauer sein. Aber ich gucke, dass ich es gleichmäßig verteile. Also, hier haben wir einmal das, was sie gezaubert hat. Und dann hat sie, wenn ich das hier richtig sehe, genau, liebe Empfängerin, viel Freude mit dem Mini-Bag. Ah, da hat sie nochmal für jeden eine Kleinigkeit dazu geschrieben. Also das finde ich echt schön. Auch jetzt nochmal dazu Instagram und YouTube-Account und wann sie das Ganze gemacht hat. Das ist mal eine super Idee. Kenne ich so jetzt nicht. Oben dran zum Verzieren hatte sie ein Doily. Ein Paperclip und hier so einen kleinen Fuchs. Und das ist ihr Paperwand, den sie gemacht hat für ihre Swap-Partner. Auch sehr schön und sehr schön abgestimmt. Auch so ein bisschen Vintage. Und hat auch hier wieder so einen Bleistift dazu gemacht. Also sehr, sehr schön. Ich glaube, da werden auch die anderen sich sehr drüber freuen. Und dann schauen wir mal hier schnell in die Pocket. Und ich mache es dann auch gleich wieder direkt dort rein, damit gar keine Verwirrung entstehen kann. Auch hier nochmal Washi-Samples. Dann hat sie hier noch so ein paar Tickets dazu gepackt für jeden. Und hier haben wir noch eine kleine Tüte mit Goodies. Da sind verschiedene Die-Cuts drin, kleine Bilderrahmen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ah, ein selbstgemachter Paperclip. Und dann hier das Embelly, ne? Also das hätten wir dann hier in dieser kleinen Tasche. Und hier steht drauf Snap. Sehr, sehr süß. Und auch sehr süß verpackt, ne? Mit Susanne swap ich jetzt auch schon eine Zeit lang. Und
Die hat auch ganz, ganz süßen Stil. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, so ein bisschen Vintage, würde ich fast sagen. Und dann haben wir hier oben auch nochmal ganz viele Sachen drin. Die ziehe ich auch mal raus. Da haben wir, aha, ein Tee. Das ist natürlich auch cool, ja. Caramel Apple Pie, die kenne ich sogar selber. Die habe ich auch. Dann haben wir hier nochmal ein Tütchen mit allen möglichen, hier sind ein paar Herzen, Konfetti und so weiter drin. Und dann sind hier noch die zwei geforderten Tags. Also einmal, huch, so ein bisschen hier mit dem Schwänzchen. Hier nochmal ein Tag mit dem Vogelkäfig, super süß geworden. Und dann hat sie hier noch ein Tag gemacht und das ist hier so ein Pocket Tag. Und dann hat sie hier nochmal so ein paar kleine Goodies reingemacht. Sehr, sehr schön geworden. Guck mal, dass ich es wieder vorsichtig hier reinschiebe. Und das hier war noch dabei. Und der Paper Wand. Ah ne, der war separat. Genau, so. Das ist dann schon mal das Loaded Envelope-chen von Schnullo. Und dann schauen wir uns doch gleich den nächsten an. So, dann haben wir einmal Post von Bianca, das müsste das Bastelstübchen sein. Ich würde aber auch nochmal alle Teilnehmer unten rein verlinken. Genau, das war das Bastelstübchen. Und wie süß. Die Karte ist toll. Sie hat es auch so gemacht, dass ich das hier rausnehmen kann und die Karte dann nochmal für was anderes verwenden kann. Sehr schön. Ich packe das mal hier so zur Seite. So langsam wird es eng. Und jetzt habe ich natürlich, ja, ich tue mich so ein bisschen schwer, die Dinger hier aufzumachen. Ich will ja schon, dass jeder von euch das Ganze dann auch so schön bekommt, wie es denn hier angekommen ist. Ich mache es jetzt einfach mal auf. Ne? Es tut mir leid. So ganz zugepackt ist es natürlich dann. Okay. Ich hab's, glaube ich. Aber sehr schön. Nein, ich hab's nicht. Oh je. Ich hoffe, dass ich es nachher nochmal zusammenkriege. Ich mache es jetzt einfach mal so. So. Dann schauen wir mal rein. Eieiei. Nee, das hier kriege ich im Leben nicht mehr zusammen. Wie machen wir das denn jetzt am schönsten? Ich muss es leider aufschneiden, weil sonst kann ich leider nicht mit euch teilen. Ah, doch, es geht, es geht, es geht. Nur vorsichtig. So, meine Entpack- und Einpackkünste sind da nachher gefragt. Mal schauen, dass wir das hier auch noch einmal sauber aufschneiden. So. Ich krieg das nachher hin, versprochen. Also, hier haben wir gerade die Schnibbel hier wegmachen. Alles noch im grünen Bereich. Ah, wie süß. Also, sie hat auf jeden Fall für ihre Swap-Partner Schokolade dazu gepackt. Und dann haben wir hier einen super süßen, oh, shabby schick, so ein bisschen romantisch, würde ich sagen, kleinen Paper Wand. Sehr schön geworden, doch sehr, sehr schön. Also ich glaube, da werden deine Swap-Partner sich auf jeden Fall auch ganz, ganz dolle freuen. Dann, ach, look, guckt euch mal diesen Loaded Bag nochmal an. Wirklich sehr schön. Und dann hat sie hier direkt, guckt euch mal hier noch den, diese Spitze an. Dann hat sie hier noch so ein Trim drüber gelegt. Dann haben wir hier einmal die Washi-Samples und dann hier, das mache ich jetzt nicht auf, da sind so Die-Cut-Pieces drin, das sehe ich. Es sei denn, es sind die Embellishments, nein, die Embellishments hat sie hier drin. Sehr schön, alles, oh, super schön geworden. Und dann hat sie das in der Mitte aufgeschnitten, das gefällt mir natürlich auch sehr gut. Sehr toll geworden. Dann hat sie hier ihre erste selbstgemachtes Embellishment. Und dann haben wir hier auch noch das andere Embellishment, würde ich sagen. Das war hier so in so einem Tütchen drin. Ich schiebe es auch nochmal direkt hier rein. Oder ist das ihr Tag? Nee, es ist der Embellishment. Schön. Sehr schön und sehr schön verpackt. Ich finde das ja immer so schön, wenn man das, wenn man so talentiert ist und das so super schön verpacken kann. So, und auch sie hat, glaube ich, diesen Layered Tag gesehen bei Pinterest.
Finde ich auch sehr toll geworden, sehr, sehr klasse. Dann haben wir hier noch einen Tag, Love Note. Und hier mit dem Doily so umwickelt, das sieht natürlich auch klasse aus. Und dann hat sie nochmal einen Paperclip gemacht. Und dann ist hier nochmal so ein kleiner Charm dran. Also sehr schön geworden. Toll, wunderbar. Also ich, auch deine Sportpartnerinnen können sich auf ein super schönes Päckchen da freuen. Ich weiß gar nicht, so aufgeregt bei einem Swap war ich noch nie gewesen, wie hier bei diesem Swap. Aber es hat aber auch ultra viel Spaß gemacht. Irgendwie, man hat sich ja so ein bisschen schon mit anderen so, oder man vergleicht sich ja dann doch schon so ein bisschen jetzt mit den anderen. Aber braucht man eigentlich gar nicht, weil jede Kreation wirklich so einen eigenen Stil für sich hat. Und es ist einfach nur klasse geworden. So, ich werde das Ganze jetzt nochmal verpacken. Und dann schauen wir uns auch gleich noch die nächsten an. Der ist von Dale. Und dann, wie gesagt, auf die anderen zwei warte ich noch. Und dann würde ich noch meinen zum Schluss filmen, um das Ganze so abgerundet zusammenzustellen. So, und jetzt haben wir das Tauschpäckchen von Dale, wie gesagt. Super schön, sie hat mir auch eins gemacht, obwohl ich nicht in ihrer Gruppe bin. Aber da freue ich mich natürlich tierisch drüber. Und dann würde ich einfach mal sagen, packe ich drei von den Päckchen gleich zur Seite. Wir schauen uns ihr Päckchen an. Oh, also auf jeden Fall erstmal wieder so ein bisschen shabby, sagt man dann shabby chic, ne? Gerade mal schauen, dass wir alles schön anfokussiert haben hier. Genau, so. Also einmal wieder ein super, super schöner Wand, den sie hier gemacht hat. Gefällt mir sehr gut auch hier wieder mit diesem... Ah, ich finde das hier so toll, dass ihr hier so Spitzen und so weiter habt und mit diesen Perlchen und sowas. Das sieht super schön aus. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier einmal an einem Wood Veneer Piece ihre Washi Samples, die sie mit uns teilt. Und auch hiervon habe ich keine... Das finde ich sehr schön. Das freut mich ja immer. Und dann hat sie hier die Tags gemacht. Oh, der Tag ist aber klasse. Oh, schön. Mensch, Dale, toll. Der ist wirklich schön. Kann man super toll verwenden in einem Projekt. Dann auch hier überall Spitze und Bling. Und das super schön ausgewählte Papier. Und dann haben wir hier, ach, wie toll. Und auch wieder so super süß verpackt. Ich würde nochmal ein bisschen reinzoomen. Da haben wir dann hier einmal einen kleinen Umschlag, hier mit so einem Schmetterling, einem Engelchen. Dann hat sie da Love draufgeklebt und hier unten drunter noch ein kleines Herzchen mit Schmetterling und einer kleinen süßen Blume. Und dann haben wir hier den zweiten Tag von ihr, auch wieder super schick, auch hier mit dem mit der Spitze, der Schleife, alles super schön, filigran und auch so ganz, ganz viele kleine Details, die sie da eingearbeitet hat. Vor allem der Engel ist super schön. Und dann hat sie auch hier, oh, auch sie hat Schokolade geschickt und da freue ich mich jetzt gerade drauf. Da habe ich ja jetzt irgendwie richtig Lust drauf, also muss gleich mal ein bisschen Schokolade essen, würde ich behaupten. Ja, genau. Also das ist dann schon mal auf jeden Fall das Päckchen, was dann an die Swap-Partner von Dale geht. Auch deine Partner werden sich auf jeden Fall tierisch, tierisch freuen, gehe ich mal davon aus. Also ich habe mich auf jeden Fall tierisch gefreut und kann es gar nicht erwarten, das super schöne Paper Wand in ein Gläschen aufzustellen und auch deine super tollen Embellishments und alles zu verwenden. Sehr schön. Und ja, dann haben wir noch zwei weitere. Die sollten auch hoffentlich morgen da sein, damit wir das Ganze dann auch filmen können. Und dann würde ich, wie gesagt, mich zum Schluss nochmal filmen. Und ja, dann sind wir doch mal gespannt. Hallo meine Lieben, jetzt sind wir zurück mit der nächsten Teilnehmerin im Gruppenswap. Und das ist die Susanne Förster. Und ich habe das Ganze schon mal aus dem Paket rausgenommen. Hier ist ihr Brief, den habe ich auch schon gelesen. Hallo liebe Grüße. Ah, nee, jetzt habe ich glaube ich das... Oder? Doch. Das hatte ich auch schon soweit gelesen. Hat sie nochmal für jeden einen Brief. Und hier ist auch noch mein Porto, was sie gezahlt hat. So, und dann hat sie mir noch lieberweise... Nein, morgen! Morgen Schluss. Hat sie mir lieberweise noch Schokolade dazu gepackt. Schokolade ist ja toll und zum Valentinstag sowieso. Vielen lieben Dank. Freue ich mich ganz, ganz arg drüber. Ich packe das jetzt aber mal zur Seite und dann schauen wir uns eins an. Denn die liebe Susanne
war ja in meiner Gruppe. Und da mache ich jetzt einfach mal ein Päckchen auf. Und ich bin ganz froh, dass du in meiner Gruppe bist, damit ich hier nicht so ganz so vorsichtig sein muss, wie bei der einen Swap-Gruppe, in der ich nicht war und das Ganze so super schön eingepackt war. So, dann gucken wir mal. Ui, so, na der ist doch auch mal schön geworden. Oh, die Farben sind schön und das ist die Adore Collection, wenn ich das richtig sehe, von Simple Stories. Dann haben wir auch hier nochmal ein Wood Veneer Piece oder ein richtiges Wood Piecchen. Und gucken wir jetzt mal eins nach dem anderen an. Also als allererstes gehe ich jetzt mal hier an den Paper Wand. Ne, ihr wisst ja, na, der hängt irgendwo fest. Da haben wir ihn doch. Das ist der Paper Wand. Auch sehr schön geworden. Schön, richtig klasse. Fixiert hier hinten mit ein bisschen Tape und dann hat sie hier noch so Schnüre drum gemacht und Glitzerpailletten. Und dann haben wir hier noch ein Herzchen, hier noch ein Circle Punch. Sehr cool geworden, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier in der, machen wir vielleicht mal den Paperclip ab. Den hat sie auch selber verziert mit ein bisschen Band und Perlen und einem Herz. Auch cool. Dann haben wir hier in der Pocket, ich ziehe mal raus, dass wir da alles so drin haben. Wir haben zum einen, würde ich sagen, ein paar Goodies, die sie mit uns geteilt hat. Da sind, ich sehe es schon, so Applikationen, so Herze, Glitzerherze drin. Und das oben drauf sind Washi-Herze. Na? Also hier, ne, so Applikationen, die sind sehr süß. Und dann noch ein paar Herzchen, die sie gestampt hat. Ich glaube, das sind aber, oder sind das, ja, das sind gestampte Herzen, genau. Ich lasse das mal hier so zur Seite ausgepackt. Mal ein bisschen reinzoomen hier. So. Dann haben wir ihre Washi-Samples. Und davon habe ich auch nicht eins. Und die sind richtig süß. Die gefallen mir auch sehr gut. Vielen lieben Dank. Das freut mich doch ganz arg. Dann haben wir hier noch ein paar Brads. Be Mine, Love und so weiter. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch ein paar Die-Cut-Pieces. Das sind ein paar Herzen. Die kann man auch immer ganz gut gebrauchen zum Valentinstag. Und morgen ist wieder am Start. Und irgendwann, ich mache mal ein Foto davon, wie dieser Kerl hinter mir her. Mal gucken, ob er vielleicht... Moment, ich zeige euch das Ganze mal. Moment. Irgendwie kann man das doch, glaube ich, sehen. Ne? Seht ihr mich? Nee, es geht leider nicht. Der Winkel geht nicht. Naja, gut. Ein Versuch war es wert. So, dann haben wir noch einen Paper Straw extra, den man dann in eigenen Projekten verwenden kann. Und dann ziehe ich hier hinten mal noch die Sachen raus. Ah, hier sind noch kleine Die-Cut-Pieces und so weiter. Die machen wir jetzt mal als erstes ab. Das sind dann, cool. Also für mich jetzt in meinem Fall, ne, Journaling-Karten, finde ich mal endgeil. Beziehungsweise diese Project Life-Karten. Die kann ich natürlich sehr, sehr gut gebrauchen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Lace. Das ist auch schön mit Love. Dann war hier noch ein Paperclip. Den lasse ich jetzt aber mal dran. Mensch, du hast aber auch echt hier alles vollgepackt. Also das nenne ich mal ganz, ganz viele tolle Goodies. Ah, und dann hat sie hier ihre selbstgemachten Embellishments. Das sind dann sogar 3 Herzen. Die finde ich auch super schön. Hast du dir alle... Mühe gegeben, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch ein paar Post-its. Oh mein Gott. Also vielen Dank für die ganzen tollen Sachen, kann ich dazu nur sagen. Und dann haben wir hier noch 2 Tags von ihr. Das ist einmal hier, so ein schwarzer Tag, der ist hinten mit Herzpapier. Und dann haben wir hier noch ein Paperclip. Hier noch mein Herzchen, das als Ballon so ein bisschen was aussieht. Auch sehr cool. Und dann haben wir einen gestampten Mason Jar, würde ich sagen. Hier noch was drauf gemacht, Melt My Heart, ein paar Sticker hier oben drumherum gewickelt. Und dann kann man hier auch nochmal super hinten drauf schreiben. Ja Mensch, also doch echt super klasse geworden. Du sagtest auch, glaube ich, das war dein erster Swap oder überhaupt erster Swap gewesen. Ist dir mehr als gelungen. Vielen Dank, dass du dran teilgenommen hast. Und jetzt schauen wir uns noch die letzte Teilnehmerin an.
So, dann sind wir jetzt zurück mit Caro. Und Caro hat auch ein sehr schönes Papier verwendet für ihren Swap. Das hier müsste... ja, gerade eben wusste ich es noch. Jetzt habe ich es vergessen. Aber auf jeden Fall habe ich das auch mal für ein Mini-Album verwendet. Gefällt mir sehr gut. Und wir schauen uns jetzt einfach mal einen ihrer Bags an. Sehr schön geworden. Schönes Papier. Und dann hat sie hier, würde ich jetzt mal behaupten, selbstgemachte Paperclips. Und die sind ja auch mal super süß. Gefallen mir sehr, sehr gut. Und dann hat sie hier nochmal einen kleinen Herz-Paperclip. Jetzt weiß ich aber nicht, ob sie die selber gemacht hat. Aber hier würde ich wirklich vermuten, dass das auf jeden Fall selbstgemacht ist. Und dann haben wir hier noch, schauen wir mal, kleine selbstgemachte Embellishments. Das sind kleine Kameras, die sind auch sehr süß. Und dann hat sie für jeden hier nochmal so schwarzen Bling reingepackt zum Verwenden in eigenen Projekten. Dann haben wir hier die zwei Tags, die sie gestalten sollte. Super schön auch mit den Herzen und mit dem Glitter Mist oder wie auch immer das heißt. Ich weiß nicht, nicht Distress Ink. Ach ja, von Heidi Schein ist das, glaube ich. Und dann auf der Rückseite kann man auf jeden Fall super toll journalen. Das finde ich sehr cool. Dann haben wir hier die Washi-Samples. Und die sind ja auch mal süß. Also da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, weil die gefallen mir so gut. Dann hier mit den Herzen, auch die Farben, schwarz-weiße Herzen. Und die haben so ein bisschen eine andere Form als das, was ich habe. Die gefallen mir auch sehr gut. Dann haben wir hier noch einen kleinen Tassel befestigt an dem Bag. Und dann haben wir hier den Paper Wand und nicht auf dem Strohhalm, sondern auf einem Holzstick. Natürlich, das ist jetzt auch mal eine coole Idee, wenn der Wand wie hier so ganz filigran ist. Ne? Der ist ja viel, viel kleiner als die anderen, die wir gesehen haben. Und dann hier mit dem Metall oder mit dem Draht oder was auch immer sie verwendet hat, schön gelayert. Und dann kann man das Ganze hier so super reinstecken. Also gefällt mir auch sehr gut, hast du sehr schön gemacht. Und... dann ist noch hier was dabei, da hat sie noch ein paar Goodies für alle dazu gelegt. Und zwar hier, das ist glaube ich so Wachs, das ist einmal ein Wachssiegel. Und dann hat sie noch ein paar Woodvenier-Pieces dabei gemacht. Ja, super, das war dann quasi der letzte Teilnehmer. Dann schauen wir uns jetzt noch mein Video an. Mein Video habe ich an dem Tag davor, beziehungsweise vorgestern gemacht. Und deswegen nicht wundern, wenn ihr irgendwie einen anderen Pullover oder sowas seht, habe ich jetzt nicht direkt an einem Tag filmen können, weil die zwei Päckchen, die hatten jetzt explizit noch gefehlt gehabt. Ansonsten, wie gesagt, war es ein super schöner Swap, aber das sage ich dann auch nochmal alles in meinem abschließenden Video. Vielen lieben Dank auch an dich, Caro. Hast du sehr schön gemacht und deine Swap-Partner werden sich sehr freuen. So, last but not least ist dann mein kleiner Loaded Envelope. Und ja, ich hoffe... euch haben die anderen Sachen und Projekte soweit gut gefallen. Ich habe mich tierisch gefreut über das, was ich bekomme. Und auch die Kreationen der anderen sind einfach super schön. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder der Mitswappenden viel Spaß hatte und auch sich ganz, ganz arg über die Sachen freuen wird, die sie bekommen wird. Und ich hoffe, das war nicht der letzte Swap in der Art. Ich habe auch schon eine Idee für was weiteres. Da könnt ihr ja einfach mal schauen. Schaut doch einfach mal ab und zu bei Gelegenheit rein. Würde ich dann auch wieder auf meinem YouTube-Kanal teilen, wenn es dann soweit ist. Wir schauen uns jetzt aber erstmal schnell noch meinen Loaded Envelope an. Und ja, einmal. Wo fangen wir denn an? Fangen wir vielleicht doch mal mit meinem Paper Wand an, den ich... übrigens ultra cool finde. Ja, Paper Straws verwendet. Dann habe ich hier Eyelash Trim. Dann hier so ein paar Sachen. Das waren so Bänder, die ich in Swaps oder in Happy Mail hatte. Ich hebe ja alles auf. Dann habe ich hier einen Doily ausgeschnitten mit meiner Portrait. Dann hier ein Paper, ein Rosette nochmal ausgepuncht und dann hier XO ausgeschnitten. Finde, der ist mir sehr gut gelungen. Ist auch mein erster in der Form und Größe und hat super viel Spaß gemacht. Dann habe ich hier nochmal einen Tag reingemacht, einfach nur nochmal, um zu dokumentieren, in welchem Swap das Ganze war. Also MP's Princess Valentine Group Swap 2017 habe ich das jetzt einfach mal genannt.
Dann sind hier meine Washi-Samples. Ich habe 4 Washi-Samples mit eingeteilt. Hoffe, aber ich habe schon gesehen, einer von euch hatte auf jeden Fall das hier Washi-Tape schon gehabt. Jetzt weiß ich nicht, ob du in meiner Gruppe warst. Und dann kriegt jeder von mir auch nochmal hier ein Streifen mit mehreren Bling zum Weiterverwenden in anderen Projekten. Und dann haben wir hier einmal einen Paperclip, den ich gemacht habe. Der ist auch super süß, der gefällt mir sehr gut, der Muffin. Und dann haben wir hier oben, habe ich auf jeden Fall nochmal was Süßes reingepackt. Ich liebe ja Airheads und habe einfach gedacht, ich teile meine Liebe mal. Dann haben wir meine 2 Tags. Und zwar sehen die so aus. Ich gehe mal noch ein bisschen näher dran. Den Stempel, den habe ich von Serena B. Das passte gerade irgendwie so. Habe dann unten Love hingestempelt. Und dann habe ich hier so 2-mal Washi-Tape drüber. Hier noch ein kleines Herzchen ausgepanscht. Hier oben ein bisschen Seam-Binding dran gemacht. Und dann kann man auf der Rückseite super viel journalen. Und dann habe ich auch, wie gesagt, ne, dieses Layered, das ist ja gerade anscheinend modern, habe ich dann hier einmal mit Vellum Paper mit den Herzen. Dann habe ich hier noch so ein ausgepanschtes Herzchen drauf gemacht. Hier habe ich sogar gedudelt, ne, also handlich gedudelt. Kann man dann hier zum Beispiel draufschreiben oder sogar auf der Lage, also man hat 3 Lagen. Oder man macht es einfach auseinander und hat dann nochmal 3 Tags. Fand ich irgendwie ganz schön, die Idee. Ich packe das mal hier rüber. Und dann sind hier noch meine 2 selbstgemachten Embellishments. Das eine gibt es ja auch als Papierclip. Ich hatte nämlich ein paar ausgeschnitten, deswegen dachte ich, komm, packst du noch einen Papierclip drauf. Hier habe ich aber auf jeden Fall einmal einen kleinen süßen Muffin. Und dann habe ich hier unten noch so ein kleines Latte Macchiato Becherchen oder Coffee Becherchen dazu gepackt. Ja, genau. Also, das war's dann quasi für meinen Loaded Envelope. Ich, wie gesagt, fand alles super schön, hat auch super viel Spaß mit euch gemacht. Wie gesagt, es würde mich freuen, wenn wir da irgendwie nochmal, vielleicht auch in der Konstellation oder in anderen Konstellationen zusammen swappen können. Ich versuche das Ganze ja so ein bisschen hier so zu etablieren. Das gibt es ja bei Scrap the World schon, aber leider darf man aus Deutschland nicht mitmachen. Also es ist, glaube ich, US gehalten. Und deswegen hatte ich gedacht, naja, komm, versuchen wir es einfach mal. Und es hat genauso super geklappt und die Sachen, die dabei rauskamen, waren genauso super schön. Und ja, wie gesagt, würde einfach super viel Spaß machen, wenn wir in der Zukunft nochmal an so einem Gruppenswap irgendwie Beteiligung finden würden. Ich habe auch schon überlegt, andere Varianten, die sie zum Beispiel macht, das mit den Pocketlettern oder sowas, das ist eigentlich auch immer ganz schön. Oder auch einfach, ich meine, man kann ja so viele verschiedene Sachen immer swappen. Ich würde mich da einfach so ein bisschen an Tamika halten. Ich würde auch nochmal Tamikas Kanal unten rein verlinken, dann könnt ihr euch auch nochmal die tollen Kreationen von den anderen aus anschauen. Und ja, an der Stelle nochmal ein ganz dickes Danke an alle Teilnehmer und alle Kanäle bzw. Informationen, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe, würde ich auch nochmal unten reinstellen. Also schaut auf jeden Fall nochmal auf deren Seiten nach. Und wenn euch das Video gefallen hat und dieses Format gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und Kommentare würde ich natürlich auch sehr gerne lesen. Und ich gehe auch mal davon aus, dass die anderen auch gerne Kommentare dazu lesen würden. Und wir sehen uns ganz bald. Bis dann. Ciao.